Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier in der vegetarischen Volksküche. Ich habe mich vorher gerade mit Monika unterhalten, was wir mit unserem Restbrot machen könnten. Wir haben hier noch so richtiges Sauerteigbrot, wir haben Weißbrot und du hast echt tolle Ideen entwickelt. Und da habe ich gedacht, schießen wir einfach mal los. Du sagst mir, was ich dir helfen kann und da wird wohl was draus werden. Ja, also liebe Zuschauer, es ist ja oft so, dass man total viel aufgeschnittenes Brot übrig hat. Und wir machen jetzt mal den Kirschmichel. Ja, das ist... Da machen wir mit geschichteten Brot. Wir haben ja schon also ein Dessert, gell? Das ist süß. Dessert, das ist immer gut. Im Ofen gemacht. Jawohl. Und ist sehr lecker. Okay, los. Und als nächstes könntest du vielleicht schon mal ungefähr so 150 Milliliter von dem Apfelsaft. Jawohl. Und von der Hafersahne da rein. Yep. 150. Und wir brauchen ein bisschen Kirschen für die ganze Sache. Ja. Mit Stein, ohne Stein. Ohne. Und hier gibt es einen guten Trick, den habe ich von meiner Oma. Wie? Hier, schau mal. Mit der Haarnadel? Mit der Haarnadel kann man das hier rauspulen. Okay. Du pulst da rein? Einfach gerade rein. Ja. Und dann flupp. Aber nicht aufs Hemd, möglicherweise. Ja, schon geschafft. Ach, da, geschafft. Geschafft. Aber ein Bart, ich sag dir. Ja, jetzt ja. Also ich würde sagen, du machst das weiter. Ha? Das ist was für feine okay. Hände. Kannst du mir mal einen Löffel geben? Ja, groß, klein. Ja, genau. So. Ups. Dann mache ich jetzt auf die Menge. Mache ich ein bisschen Speisestärke rein. Ja. Mach ich das ist so ein wenig abbindet wie Pudding, ne? Genau. Also man kann das ja auch mit Ei machen, aber es geht genauso gut, wenn man ein bisschen dicker will. Halt. Ja. Das soll ja ein bisschen andicken. Ja. Schau, ich hab. Na. Kannst du, ja, oder so. Und ich mache noch ein bisschen Zimt und noch ein bisschen Zucker rein. Mm, das ist immer gut, Zimt und Zucker. So. Zucker steht da vorne. Ein bisschen Zucker. Das duftet wunderbar. Also das Zimtsachen, das ist was Ausgezeichnetes. Und jetzt wird es ganz einfach. Nee, noch nicht. Du kannst ein bisschen rumrühren. Also, rühren und wir schichten das Ganze jetzt. So, zack. Und jetzt dazwischen. Und dann einfach so ein bisschen dazwischen schmeißen. Und natürlich geht es wie immer am besten, ehrlich gesagt, mit den Händen. Ah ja. Und das schmeckt. Natürlich, das ist total saftig, wie wir ja eben schon gemerkt haben. Oh, das ist ja super. Und das geht auch mit Äpfeln, gell? Hast du mir vorher erzählt. Ja, also wir haben oder ja andere Früchte im Sommer gibt es ja jede Menge Beeren. Ja. Viele haben auch einen Garten, da gibt es viel Obst. Ja. Und das kann man mit allem machen. Das kann man mit Äpfeln. Das ist simpel, ne? Kann man Stachelbeeren, Johannisbeeren. Das noch ganz verschiedene egal. Brote, gell? Brötchen, Brot, einfach weiß, helles Brot. Ja? Helles halt, ne? So. Was du übrig hast. Der Rest irgendwo rein. Irgendwie dazwischen. Und jetzt? Den Kirschsaft nehmen wir auch noch? Ja. Okay. Dann einfach drüber, so ein bisschen. Ja, mach mal. Und dann kannst du schon mal noch ein paar Flöckchen, Margarine-Flöckchen. Mhm. Flock. Flock. Genau. Dann haben wir jetzt größere Flocken hier. Das passt schon, das gibt ein bisschen Kruste. Das ja. Passt dann. Dann haben wir es jetzt hier geschafft. Warum macht man diese Flöckchen? Erzähl. Ja, weil man braucht ein bisschen Fett obendrauf, ja. Damit es nicht so trocken wird, sondern damit es schöne Kruste bildet. Hm. Genau. So, jetzt haben wir es drüber. Auf gut Deutsch, das kommt in den Ofen. Wer hätte das gedacht? Das kommt jetzt in den Ofen. Alles klar. Ja, dann machen wir mal. Mhm. Auf 200 Grad Umluft. Genau. Machen wir. Wie lange? Ja, da schauen wir mal. Es kommt auch darauf an, wie kräftig der Ofen ist. Ja, eine Stunde, 10 nee. Minuten. Viertelstunde allerhöchstens. Allerhöchstens. Ja, und wenn man einen starken Ofen hat, geht das auch viel schneller. Und was stellen wir mit dem anderen Brot an? Dem Sauerteigbrot, dem Dunkeln? Was haben wir denn da für Rezept? Da könntest du das jetzt mal einfach in kleine Würfel schneiden. Ja. Und währenddessen. Wie klein? So. Das ist eigentlich jetzt nicht so wichtig, weil wir das später pürieren werden. Ach so. Aber wenn es kleiner ist, desto besser. Hm? Umso einfacher und so schneller. Mhm. Kannst du schon mal den Topf auf die Flamme drehen? Ja, mache ich. Soll ich schon eine Flamme haben? Ja, Vollgas. Richtig, Action, ja. Läuft. Aber es sind schöne Rezepte. Das ist wirklich so ganz einfache Sachen. Wenn du denkst, jetzt der Kirschmichel, das war ja obereinfach. Das ist ruckzuck. Und oft hat man eben solche Sachen übrig. Man denkt sich, Mensch, was mache ich damit?
Und das ist immer diese Anmutung von früher. Wenn man, das ist ein Kinderrezept. Genau, wenn man in der Ferienzeit oder so mal bei den Großeltern war. So, sowas. Ja. Perfekt. Lassen wir das. Wohin damit? So, jetzt erstmal brauchen wir ein bisschen Olivenöl in, die, in den Topf. Ist schon. Und dann kann man gleich die Zwiebeln hinterher. Jawohl, kannst rein. Das kannst du jetzt mal einfach ein bisschen rühren, dass es so ein bisschen vor sich hin röstet. Also hier sieht es so. Und sobald die so ein bisschen glasig sind, kannst du dann das Brot mit reintun und auch nochmal. Mit rösten. Mit rösten. Genau. Tja, toll. Und die Brotsuppe schmeckt sehr lecker. Und das ist quasi jetzt ein Grundrezept, was wir jetzt machen werden. Sag bloß, das war's schon. Fast. Also, Repetition. Öl, Zwiebeln, altes Brot in Würfeln. Genau. Fertig. Richtig, richtig. Das ist das Grundrezept. Jetzt, dann kommt jetzt Wasser rein. Ja. Weil es ist ja eine Suppe. Ja. Aber ein bisschen rösten. Nee, tust du noch ein bisschen rösten länger rösten. Ist immer Geschmack, gell? Genau, rösten ist Geschmack. Das hast du recht, das ist genau das. Und während du da röstest. Ich glaube, ich lasse die einmal ein bisschen anbrennen, oder? Naja, also schwarz schmeckt bitter. Gut, nicht anbrennen. Nicht schwarz, sondern braun. Immer schön rühren. Ja. Und ein gutes Olivenöl verfeinert die Sache natürlich auch. Genau. Kommt das noch rein? Das wird jetzt, wir machen verschiedene Varianten von der Brotsuppe. Wenn du da so bereit bist, kann ich, glaube ich, schon mal mit dem Wasser anrücken. Ja, mach mal. Achtung. Könnte passen. Und wie viel ist jetzt das Verhältnis Brot-Wasser? So gerade so bedeckt, oder? Ja, so gut. Also wir machen eine dicke Brotsuppe. Ja. Und deswegen machen wir so gut bedeckt. Wenn man jetzt dünner haben will, dann muss man halt weniger Brot, je nachdem. Die Brotwürfel, die schwimmen ja jetzt rum. Also vielleicht ein Fingerbreit mehr Wasser rein als Brot drin ist, oder? Genau. Ein bisschen Gewürz brauchen wir. Ja. Brauchen wir, genau, ein bisschen frischer Pfeffer, ein bisschen Salz. Wir würzen halt später noch. Ja, ja, genau. Wobei das Brot ist ja schon salzig. Du brauchst gar nicht so viel nicht wahrscheinlich. Viel, das stimmt. Ja, ja. Bisschen Gemüsebrühe. Die Pfanne schon mal drauf tun, weil wir geht jetzt hier schon gleich direkt weiter. Hammer. Läuft. Warte mal, ich habe nämlich noch eine Aufgabe hier für dich. Aha. Musst du mal hier die kurz schälen. Dann kann ich die mich auch noch klein schneiden. Willst du da Öl in die Pfanne, oder? Gleich ein bisschen geben wir ihr noch, dass sie ein bisschen sich vorwärmen kann. So. Machen wir nach dem alten Verfahren hier einmal in der Mitte halbieren. Ich tue Öl rein, gell? Ja, klar. Und dann schneide ich so Streifen. Die schon rein? Oder tust du kannst du, ich mache beide gleichzeitig rein, weil die Karotten sind noch kleiner geschnitten. Ja. Und diese zarten, jungen Karotten. Ich glaube, das ist wichtig bei Brotsuppe, von der Farbe her, dass man viel buntes Gemüse drin hat. Gell? Ja, also die Farbe, schmecken tut's spitze, aber man muss sich was einfallen lassen, dass es auch das Auge mit ist. Mhm. So. Lass sie mal eine Weile drin anrösten. Genau. Und ich glaube, wir können vielleicht schon Suppe pürieren. Yep. Und ich würze in der Zwischenzeit mal. Willst du sie ganz fein? Ich will sie fein. Und weil die Farbe nicht so dolle ist, machen wir jetzt auch schon ein bisschen Paprika Edelsüßen rein. Das gibt ein bisschen Rotfärbung. Es gibt eine schöne Farbe. Das ist wirklich eine dicke Suppe. Hier geht's schon weiter. Ich würde sagen, das können wir so das lassen. Das ist super. Okay. Genau. Ich mache mal das Feuer aus, die ist soweit heiß. Aha. Und hier machen wir noch jetzt ein bisschen Kräuter der Provence rein. Jawohl. Sehr schön. Rühren. Ein bisschen rühren. Mh, der Duft. Herrlich. Mmh. Schau mal, wie schön braun jetzt mit dem Zucchini. Ja. Und dann habe ich jetzt hier, das ist Sauerampfer. Oh, die wächst fast auf jeder Wiese und die gibt so einen richtigen frischen Geschmack. So für auf die Brotsuppe drauf. Mhm. Ja, du machst das ja ganz edel. Also ein bisschen was schneide ich halt. Ja. Die sehen auch lecker aus. So.
machen wir schon mal da rein. Mhm. Zuerst machen die Suppen, oder? Ja, genau. Genau. Wie war das mit dem Reintupfen, dass es nicht tropft? Perfekt. Vielleicht noch ganz, ganz, ganz klein bisschen. Wunderbar. Das sieht ja aus wie ein mittelalterlicher Brei. Aber der Geschmack ist traumhaft, gell? Ja. Und jetzt machen wir die eine Variante. Das ist dein Spezialgebiet. Mit dem Sauerampfer. Ja. Das macht es total frisch. Sehr schön. So. Und dann haben wir jetzt ja vorher schon ein bisschen Hafersahne. Ja. Wenn wir die nicht direkt draufschütten, sondern erstmal auf den Löffel geben, ja, dann können wir da nämlich ganz viel schöner so kringeln, so ein bisschen machen, so gekringeln. Das ist so die edle Küche für im Hausgebrauch. Hm? Ja, das ist edel flott. Ja. Kann man ja vielleicht noch ein bisschen frischen Pfeffer drauf und gut ist. Sehr schön. Und hiermit? Ja. Ja, ist es in der Suppe. Und wir haben jetzt eine Grundsuppe. Wenn man eine Gruppe von Leuten ist und der eine mag das, der andere das, aha, können wir die gleiche Suppe machen, machen verschiedene Geschmäcker drauf. Und jetzt der Kirschmichel, oder? Und jetzt noch der Kirschmichel. Ah. Mmh, oh, Moni, schau dir den an. Lecker. Ah. Heiß, heiß, heiß. Herrlich. Mmh. Da werden richtige Kindheitserinnerungen wieder wach. He? Schau lecker dir mal das an. Und dann wünsche ich dann noch zum guten Schluss. Also, das ist eine Wucht. Ein bisschen so, ne? Das sieht toll aus. Puderzucker obendrauf. Mmh. Das ist eine schöne Sache, du. Na. So. Ah, herrlich, ja? Dann noch ein bisschen Puderzucker. Ta-da-da-da. Mmh. Lecker. Mehr, mehr, mehr. Genau. Ha? Und jetzt bleibt uns nur noch so das Ganze zu probieren, ne? Ja, Monika, die Suppe. Na, natürlich. Erst die, wie heißt das? Erst die Pflicht und dann die Kühe. Ja, genau. So, genau. Genau. Du musst unbedingt die Sauerampfsuppe probieren. Hammer. Mmh. Super gut. Lecker. Und jetzt kommen wir zum Dessert, weil wir die Suppe gegessen haben. Ich hoffe, Ihnen hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Nachkochen. Und Sie haben gesehen, Sie brauchen fast keine Zutaten und es wird eine tolle Sache. Und wie gut sie schmeckt, das müssen Sie selber nachkochen. Tschüss. Herrlich.